Alfred Hitchcock war 1960 der Erste, in dessen Film eine Toilette vorkam. In der Zwischenzeit hat sich in der Filmwissenschaft einiges getan. Deswegen setzen Sie jetzt bitte Ihre 3D-Brillen auf. Sie haben keine 3D-Brillen, macht nichts, müssen Sie nicht. Die 3D-Brille kommt im Film vor. Außerdem werden Sie erfahren, wo Ihr Internet herkommt. Und dann wird's richtig frühlingshaft. Die Pollenallergiker dürfen schon mal niesen. Die Bierliebhaberinnen dürfen genießen. Und die, denen schnell heiß wird, die werden sich wundern, wie viel Einfluss sie eigentlich selbst auf ihre Klimaanlage haben. Zytox, innovative Allergietherapie. Ein Projekt der HTBL UVA Salzburg. Durch das Ersetzen von Basenpaaren in einem Birkenpollenallergen sollen temperaturstabilere Varianten davon entwickelt werden, die bei der Therapie dagegen weniger Nebenwirkungen hervorrufen. So, also, du bist Pollenallergiker? Ja. Ich auch. Was für Symptome? Gerötete Augen und laufende Nase. Seit wann? Seit immer. Und was kann man dagegen machen? Relativ viel. Und zwar? Im Moment nur Allergenextraktbehandlung. Und was machen wir in Zukunft? In Zukunft? Ja. In Zukunft am besten unsere Therapie. Wir nehmen die natürliche DNA der Birke und modifizieren diese, um eine sehr spezifische Therapie zu garantieren. Die Therapie der Allergie wird so vernommen, dass eben die Hyposensibilisierung stattfindet. Dabei wird der Patient dem Allergen regelmäßig und in hohen Dosen ausgesetzt. Und somit lernt eben der Körper, dass das Allergen eigentlich ungefährlich ist und er gewöhnt sich daran. Was ist denn dieses rosa Ding davon? Das soll das reine Allergen repräsentieren, das wir hergestellt haben. Das andere ist das Allergenextrakt, das bunte. Und wir haben aber nur das Allergen, auf das man tatsächlich allergisch ist eben. Zyto ist die Zelle, also der lateinische Begriff dafür. Und Ox ist einfach nur Kunstname, weil wir Künstler sind. Variable Neighborhood Search for the Partition Graph Coloring Problem. Ein Projekt der HTL Otterkring. Zwei Schüler errechnen einen Algorithmus, der die Kanäle von Netzwerken noch effizienter ausnutzt. Für ein schnelleres Internet ohne großen Aufwand. Rote, grüne und blaue Punkte schwirren durch die Gegend. Was hat es damit auf sich? Diese Punkte stehen für Wellenlängen in einem Glasfasernetzwerk, die wir versuchen zu optimieren. Wir wollen die Kommunikationskanäle stärker bündeln, könnte man sagen, sodass wir uns Wellenlängen sparen und das Netzwerk vergrößern können leichter. Die Daten werden genauso schnell geschickt wie vorher auch, nur das Netzwerk insgesamt wird vielleicht effizienter, stabiler und kosteneffizienter. Der Algorithmus wurde uns vorgeschlagen von einem Universitätsprofessor von der TU Wien, der mit uns zusammengearbeitet hat. Und wir haben dann die einzelnen Elemente der Nachbarschaftssuche, also die Grundkerne, diese Nachbarschaften, uns überlegt und das Konzept ausgearbeitet und dann schlussendlich auch in einem Programm implementiert. NeuroCubes 3D. Ein Projekt der HTL Otterkring. Ein lernpsychologisch fundiertes Programm zur spielerischen Verbesserung der Raumwahrnehmung mit echter 3D-Brille. Unser Ausgangspunkt war eigentlich recht interessant. Also, da gibt es eine recht nette Geschichte dazu. Letzten Sommer waren wir auf einem Pfadfinderlager und haben dort eine Wanderung gemacht. Und bei dieser Wanderung ist unsere Gruppenleiterin mit der Karte vorausgegangen. Doch sie hat schon nach kurzer Zeit die Orientierung verloren und wusste nicht mehr wohin. Also wir haben versucht, verschiedene Aspekte des räumlichen Vorstellungsvermögens mit den Spielen zu trainieren. Zum Beispiel Mental Rotation, also mentale Rotation von Objekten, Vergleich von verschiedenen Objekten und das Zusammenbauen von Objekten anhand von verschiedenen Ansichten. Wir haben das Ganze als Spiel entwickelt, sodass es motivierend ist, Spaß macht und dass man trotzdem das trainiert und verbessert. CSI Lebensmittel. Ein Projekt der HLFS Ursprung. Mithilfe der Molekularbiologie beschleunigt das Projektteam Qualitätskontrollen an Lebensmitteln. Am Beispiel von Bier. Im Bier gibt es diverse Arten von Schädlingen. Eindeutiges Charakteristikum von denen ist, dass sie Fehlgärungen beispielsweise verursachen und diverse Verunreinigungen hervorrufen. Durch das, dass die Lagerung des Biers dadurch länger gedauert hat, bevor es zum Konsumenten und zur Konsumentin gelangen darf, ist das natürlich schädigend für die Brauerei und durch unser Verfahren wäre das alles viel schneller zu vollziehen und somit besser. Molekularbiologisch statt mikrobiologisch. Es ist derzeit ein Testlauf bei unserer Partnerin, der Stiegl-Brauerei. Sie probieren das jetzt aktuell in der Anwendung aus und man wird sehen, was sich daraus ergibt. Ihr wart direkt bei Stiegl zu Besuch. Wie viel Bier habt ihr bei der Gelegenheit getrunken?
Ja, leider war es eine Schulveranstaltung und deswegen haben wir diesen Teil leider ausgelassen. Fermentative Herstellung von Ammoniak, ein Projekt der HTL für Lebensmitteltechnologie Wels. Mit einem umweltschonenderen Verfahren als bisher soll das wichtige Kühlmittel Ammoniak aus menschlichem Urin gewonnen werden. Das Projektteam weilte zum Zeitpunkt unseres Drehs auf Sprachkurs in Schottland. Euer Projekt ist ja urinnovativ. Was macht es dazu? Das Haber-Forschungsverfahren benötigt derzeit sehr viel Energie und auch fossile Rohstoffe. Unser Projekt hingegen benötigt keine fossilen Rohstoffe und im Vergleich sehr viel weniger bzw. fast gar keine Energie. Und wir haben trotzdem eine hohe Ausbeute. Und dann kam auf die Idee, Urin gibt es auch sehr viel. Aus Urin kann man Ammoniak machen. Bis übermorgen. Ciao!